Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich will, dass du schreist. Wenn sie nicht so enden wollen wie Larsen, gehen sie aus dem Weg. Das Gefühl ist gut, was? Es wird noch besser. Man kann es nicht erklären. Die Leute müssen es fühlen. Mädchen, du musst echt verrückt sein. Jetzt bist du nicht mehr so tough, was? Sie gehört mir. Oh, Schnucki hat uns gerettet. Ich wusste, er ist ein guter Mann. So, was haben wir bekommen von ihm? Die hatten wir schon vorher. Ach, wahrscheinlich wieder nur eine Schrotflinte. Da hat der Schnucki uns gerettet. Das finde ich ja nett von ihm, auch wenn er sein Leben lassen musste. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Eine Kiste. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier können wir rein, aber nichts machen. Dann widmen wir uns doch einfach diesem riesen Ding hier, was auch immer das ist. Ach, da müssen wir später, wie es aussieht, irgendwas reinsetzen. Okay. So, das müsste hoffentlich passen. Du kannst auch auf der Kiste stehen bleiben, wenn du möchtest. So. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tun muss. Okay. Wir haben diese komischen Dinger und auf einigen von denen sind so Symbole drauf. Moment. Wahrscheinlich müssen wir uns auf genau die nämlich draufstellen oder so. Ich meine, springen ist ja hier die einzige Möglichkeit. Und das war falsch. Okay. Das liebe ich ja, auf den Säulen stehen. Das ist immer ganz toll. Das kann ich auch ganz besonders gut. So, wie komme ich denn... Lara, geh mal bitte weiter. So. Ach, so komme ich auch ganz nach oben. Das sieht schon besser aus. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich hier drauf. Das wird sie nicht schaffen, weil das zu weit oben ist. Okay, uah, Hilfe. Nein, Mist, schade. Ich habe gedacht, sie kann dann direkt da drauf springen. Okay. Das werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar Mal machen müssen. Also hier das Raufklettern, nachdem wir runtergerutscht sind. So, hierhin, nach oben, nach ganz oben. Also ich meine, da wird sie doch... Da wird sie wahrscheinlich nicht drauf springen können, oder? Nee. Aber sie kann da drauf springen, okay. Nein, dreh dich bitte um. Dahin. Dahin. Danach dahin. Da ist noch ein Medipack drin, das ist schön und gut, aber gerade kann ich mich nicht darum kümmern.
So, da oben kann sie wahrscheinlich nicht hin. Dahin? Boah, weiter, 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 weiter. Oh nein, schade. Ich dachte, wir schaffen das jetzt hier beim nächsten Durchgang. Aber was mache ich jetzt, wenn die Säulen weg sind? Dann müssten ja eigentlich andere da sein, auf denen ich weiterkomme. So. Dahin. Und nein, Laura, dahin. Schön, schön. Umdrehen. Dahin, weiter. Was ist hier? Nein, nein, nein. Aber okay. Da ist ein Hebel, den müssen wir bestimmt ganz am Ende erst betätigen. Oh Gott. Komme ich rüber? Ja, komme ich. Dann hierhin. Dann dahin. Es macht irgendwie Spaß. Aber es ist auch gar nicht so leicht. Da ist ein Medipack, aber... Ja, aber das werde ich mir jetzt holen. So. Wie viele Säulen fehlen denn noch? Ach so, gar keine mehr. Das heißt, wir können jetzt zu dem Hebel. Dann ist das jetzt hoffentlich das letzte Mal, dass wir hier rumklettern. So, als erstes hier drauf. Dann dahin, darüber. Ausbalancieren und die Richtung finden, darüber. Da hoch. Oh Mist, jetzt. Was mache ich denn jetzt? Komme ich darüber? Nein, erst die Richtung finden. Oh, dreh dich bitte nicht immer so weit, ja? Es war klar, dass es nicht klappt. Mist. Aber vielleicht komme ich irgendwie von hier weiter, indem ich die Kiste hier hinschiebe, weil ich muss jetzt eigentlich nur noch auf die rechte Seite. Ach, Laura, was machst du eigentlich? So, jetzt bin ich hier. Dann kann ich hier hin. Aber ich kann von hier... Ja, okay, ich kann von hier definitiv nicht weiter, wie es aussieht. Na gut, dann also nochmal das Ganze. Dann aber hoffentlich zum letzten Mal. Symbole sind doch, ja, die sind noch alle an. Toll, da bin ich gerade aus dem Spiel geflogen, weil hier irgendeine komische Mitteilung kommt, Antivir, bla bla. Jetzt gehe ich wieder ins Spiel, aber das funktioniert nicht. Okay, ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade im Blackscreen. Das ist ja optimal. So, da bin ich wieder. Ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Musste das Ganze jetzt nochmal machen. Ich habe es in einem Durchgang geschafft. Ich stehe jetzt hier und hoffe, dass ich von hier irgendwie direkt zum Schalter komme. Nein! Oh nö! Gut, aber alle, ich habe wieder alle Symbole. Das ist super. Ach, hier war doch noch irgendwo. Das habe ich nämlich gerade nicht mitgenommen. Nee, doch nicht. Okay, ich muss einen Weg zum Schalter finden. Und hoch, und hoch, und nochmal hoch. So, jetzt mal eben gucken, ob wir von dieser Seite... Nee, wir müssen es definitiv von der anderen Seite machen. Da müssen wir wieder einmal ganz rüber... Weil von hier schaffen wir es nicht. Wir können nicht auf eine Säule springen, die so weit, so viel weiter oben ist. Also dahin. Hierhin. Dahin. Jetzt könnte es klappen. Dahin. Und
Rüber! Lara, rüber! Oh, tu mir das nicht an! Oh Gott! Das sah irgendwie gefährlich aus. So, höchst interessant. Höchst interessant. Ich möchte es speichern und zwar hier. Das werde ich ja nicht mehr brauchen. So, kann ich jetzt, wenn ich gerade schon mal hier bin, noch eben das Medipack da unten holen oder vielleicht sogar den Schatz, weil ich gerade schon mal, ja, schon mal hier bin? Nein! Lara! Okay. Schatz kann ich... kann ich doch holen, indem ich hier hingehe. Nein, Lara, du sollst dahin springen, genau. So, haben wir das auch mal gemacht. Dann noch schnell das Medipack. Direkt mal eins nehmen. Und wir gehen hier rein. Mussten wir doch nichts einsetzen. Ich dachte, wir kriegen irgendwie... was wir einsetzen müssen. Und das sieht hier gerade nicht unbedingt nach einer normalen Mine aus. Oh, da liegt was. Das ist sehr schön. Die große Pyramide. Ist das jetzt das letzte Level? Hat so ein bisschen was davon. Irgendwie so ein langer, beleuchteter Weg nach unten. Oh Gott, hier sind doch hundertprozentig wieder Gegner, oder? Ich meine, es wäre ja zu schön. Ja, und wahrscheinlich sind es diese komischen roten Drachenviecher. Alter, was ist das hier? Das gefällt mir gerade absolut nicht. Nein, 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 das gefällt mir wirklich nicht. Aber die Munition gefällt mir natürlich. Ich höre keine Musik mehr. Ach, jetzt wieder. Was ist das hier? Das war so klar. Das war mehr als klar. Lara, stehst du bitte auf? Was? Was? Bitte? Aua. Au. Boah, wie krass. Hier ist doch noch einer, oder? Also, die Musik macht mich auf jeden Fall super hektisch. Und hier werden jetzt echt überall welche rauskommen, oder? Moment. So, ich muss eben auf meinem Headset den Sound ein bisschen leiser drehen, weil sonst werde ich echt super hektisch. Und ich glaube, das kann ich eher nicht so gebrauchen. Okay, das sieht aus, als könnten wir da drauf schießen. Zielen. Okay, das funktioniert irgendwie noch nicht. Müssen wir doch noch irgendwas hier hinten machen? Jetzt ist die Musik doch sehr leise. Ich will nicht, dass hier noch mehr Viecher rauskommen. Ich meine, das hat ja wohl schon gereicht.
Okay, wir kommen also definitiv nicht mehr raus, aber wir können hier hin. Ob ich das möchte, weiß ich nicht, aber wie immer keine andere Wahl. Ach, jetzt sind wir eine Etage weiter oben und können jetzt erstmal wieder kämpfen. Ich kriege das hier überhaupt nicht mehr hin. Na komm. Lara, bitte. Ich habe echt das Gefühl... Ey, sind die... Sag mal. Sind die Biester stärker geworden? Also ich meine, so waren die doch am Anfang nicht, als wir die das erste Mal... Wo war das? In der Pyramide? Ach, ich meine in Ägypten, also bei der Sphinx. Da waren die doch nicht so krass, oder? Okay, hier geht's auf jeden Fall raus. Da wünsche ich mir doch sehnlichst die Mumien zurück. Oder die Gorillas oder die Panther und Bagheera, natürlich Bagheera. Hier ist der Kontrollpunkt, hier sind wir richtig. Okay, ein Ring. Und, ah, okay, es geht auf Zeit, also erstmal... so, das Vieh hier fertig machen. Na komm, das war doch... Ist das jetzt tot? Ah, na sieh mal eine an. Also so viel Munition, dann dauert es nicht mehr lange bis zum Endgegner. So, wir müssen draufschießen. Warum mache ich das jetzt eigentlich so? So, draufschießen. Abspringen. Okay, das hat geklappt. Wahrscheinlich erwarten uns jetzt auf jeder Plattform so Viecher. Nein, kein Viech. Okay. So, als nächstes dahin, dann nach oben und dann das gleiche Spiel nochmal. Ja, okay, das war doch klar. Und hier darf ich echt nicht so viel springen, weil sonst falle ich in die Lava. Hallo? Ist der Ring... Hä, ist der Ring jetzt schon draußen? Das sieht man so schlecht. Mal eben abwarten. Ja, doch, der Ring ist aber schon draußen. Naja, okay. Und hepp, rüber, rüber, rüber. Schön gemacht. Wow. Da hat mal was geklappt. So, draufschießen, dann kommen wieder Viecher wahrscheinlich. Hä? Moment, Moment, was ist das? Das ist gar nichts. Moment, ich komme ja von hier. Ich komme ja von hier nicht da oben dran. Also, ich bin von da gekommen. Ich bin von da gekommen, darüber. Dann kam dieses Ding da raus. Bitte was? Was muss ich denn... Au! Au, Schwein! Au! Au! Aua, wie Gollum. Wie Gollum ist sie in die Lava gefallen. So, wie viel muss ich jetzt nochmal machen? Zum Glück gar nichts. Nicht springen, Lava. Und nicht springen. Ey, die sind aber auch... Die sind aber auch echt fies. Steh auf, steh auf. Au! Wenn du mich runterschmeißt. Blödes. Hui. Okay, großes Medipack.
die Pistolen. Und es ist doch gerade... Ist nicht gerade noch eine andere Stange rausgekommen? Ja, und zwar... Bitte? Okay, okay. Oh, Lara. Ich versuch's jetzt, aber... Ich glaube... Wie geht das denn mit dem... Okay, ich kann's knicken. Das kann ich echt knicken. Okay, also ich muss dahin an die eine Stange. Es gibt eine Möglichkeit, sich schnell umzudrehen an einer Stange. Leider weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ach, wenn sie jetzt... Nein, Laura, bitte, bitte, mach's jetzt einfach. Ich umdrehen. Dreh dich bitte. Ja, und jetzt... Nein, nein. Warum? Warum? Ich bin doch jetzt im... Ja, ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und wie komme ich jetzt zurück? Gar nicht, ne? Oder kann sie... Ja. Okay. Och, ätzend. Super ätzende Stelle. Ich mag sie nicht. Muss ich jetzt die beiden Viecher nochmal umlegen? Ja, muss ich. Drängt mich nicht immer hier von der Plattform. Das ist echt nicht nett. Denn ich habe hier etwas Wichtiges zu erledigen. Okay, alles wieder drin. So, ja, ja, oh, Lara, warum? War, nein, nein, nein. Das hasse ich. Ich bin gerade wieder jetzt um... Oh, Leute, das wird eine Stelle, an der ich mich jetzt richtig aufregen werde. Weil es einfach bekloppt ist. Im ganzen... Laura, bitte! Im ganzen Spiel braucht man nicht einmal... So geht das mit dem... Ja, komm. Nee, ich mache jetzt gleich eine Aufnahmepause und mache das morgen. Weil sonst rege ich mich jetzt echt auf. Ich merke das schon, ich werde wieder total gereizt. Und das ist einfach nicht schön. Wenn sie... Nein! Wenn ihr wüsstet, ey, ich mache bald... Weißt du, ich mache keine Facecam, ich mache eine Controllercam, damit ihr seht, wie ich die Knöpfe drücke, damit ihr euch die Kommentare von wegen, du hast aber auch nicht richtig gedrückt, einfach mal sparen könnt. Entschuldigung, dass ich euch jetzt so anmotze. Eigentlich bin ich ja nur sauer auf mich, dass ich das nicht schaffe. Einmal versuche ich es noch. Hast du auch bitte irgendwann Lust zu sterben, nachdem ich 100 Schüsse auf dich abgefeuert habe? So, letzter Versuch jetzt. Ich glaube an mich. Drück mir die Daumen, dann schaffe ich das. Ohne Worte, ohne Worte. Jana, reg dich nicht auf. Es ist alles gut. Es ist alles wunderbar. Sie wird es nicht schaffen und elendig in der Lava verrecken. Aber da gehört sie auch hin. Wir sehen uns gleich oder in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.